Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 14. November. Ja, in eigener Sache am Anfang etwas. Vielen Dank an den Martin, der für mich übernommen hat. Ich bin leider zu spät zurückgekommen aus Basel, aber jetzt bin ich wieder da und werde euch für den Rest der Woche hier mit News versorgen. Und heute haben wir dabei Apple Betas, Amazon Prime Video, Deutsche Telekom, Google Home und Facebook Stories und nochmal was in eigener Sache. Aber fangen wir an mit den Apple Betas, denn am Montagabend gab es die neuen Betas, 11.2 für iOS, 4.2 für WatchOS, tvOS ist mit 11.2 dabei und macOS mit 10.13.2. Alles kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Ihr könnt in den jeweiligen Changelogs gucken, was da passiert ist. Und wenn ihr euch eine Beta installiert, wie immer der übliche GeekTalk-Hinweis, macht ein Backup. Ja. Rufen wir mal rüber zu Amazon. Da haben wir gleich zwei Themen. Amazon Prime Video. Und da gibt es jetzt die ersten wohl schon ordentlichen Gerüchte, also schon fast keine Gerüchte mehr, dass Amazon an einer werbefinanzierten Alternative zu Prime Video arbeitet. Sprich, man zahlt nicht mehr seine Prime-Jahresgebühr und kann dann auf das Videomaterial zugreifen, sondern es gibt ähnlich wie bei YouTube dann eben Werbung direkt davor. Das hat mehrere Vorteile. A, kann Amazon vielleicht sogar mehr Geld damit verdienen. B, können natürlich weitaus mehr Leute Prime Video gucken und auch die entsprechenden Eigenproduktionen von Amazon. Und wenn wir schon bei Eigenproduktionen von Amazon sind, die haben anscheinend einen Mordsdeal gemacht, denn sie haben die Rechte von J.R.R. Tolkien für Herr der Ringe bekommen, und zwar die TV-Rechte. Und das bedeutet, sie machen daraus jetzt eine Fernsehserie rund um den Herr der Ringe, um das Universum. Ich selber bin da ja raus. Ich habe noch niemals die Filme gesehen. Man mag es nicht glauben. Aber es ist so. Ja, und bald gibt es halt eine entsprechende Fernsehserie. Und von Prime Video und Amazon gehen wir mal zu einer anderen Thematik, also einem anderen Themenbereich. Da habe ich nämlich auch wieder zwei News. Und zwar Smart Speaker. Da bin ich ja auch ganz gut dabei. Und es gab auch das Gerücht, dass die Telekom an einem eigenen Smart Speaker arbeitet und das ist nun bestätigt. Die Telekom bringt ihren eigenen Smart Speaker raus und es ist kein Witz. Am 1. April hätte ich vielleicht gesagt, ja komm, das stimmt doch nicht, oder? Er hört dann auf Hallo Magenta. So, man sagt Hallo Magenta und dann spricht das Ding los. Hat allerdings auch eine Amazon Alexa eingebaut. Und diese hat dann entsprechend natürlich auch Zugriff auf die nicht nur Telekom-Angebote. Das ist ein schönes Feature, denn ja, gerade zum Beispiel beim kommenden Smart Speaker von Apple bin ich eigentlich schon raus, weil ich dann auf diverse Dienste wahrscheinlich nicht zugreifen kann. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch Spotify, weil Apple das Ding dann zumacht und die Gefahr war natürlich bei der Telekom auch da. Ansonsten ja, sieht das Ding jetzt nicht mordsexy aus, aber durchaus ein solides, designtes Teil. Wenn es euch interessiert und auch die technischen Daten, guckt euch den Link in den Shownotes einfach mal an. Und wenn wir schon bei den Smart Speakern sind, habe ja gesagt, zwei Themen habe ich da auch. Der Google Home, der bekommt nämlich jetzt ein Broadcast-Feature. Ähnlich wie von der Amazon für die Echos, das Drop-In-Feature scheint es auf den ersten Blick zu sein. Also praktisch schon ja, Telefonie, Walkie-Talkie-Sprachfunktion. Aber bei Google ist die eher so eine Einbahnstraße. Und man kann damit vielleicht zum Beispiel deine Familie zum Essen rufen. Also man spricht rein oder auch in den Google Assistant. Das ist natürlich auch mit der Google Assistant auf dem Smartphone verknüpft. Und der liefert dann an alle Google Homes, egal ob Home oder Home Mini, im Haushalt entsprechend diese Nachricht aus. Und die Leute werden dann, ja, wie mein Beispiel gerade gesagt, zum Essen gerufen. Es ist nicht wie bei Amazon, wo man dann praktisch wie ein Walkie-Talkie hin und her sprechen kann. Kleine Wermutstropfen dabei ist natürlich wieder, das Broadcast-Feature wird es erstmal nur in englischsprachigen Ländern geben und weitere Sprachen folgen dann erst später. Das kennen wir jetzt von Google zur Genüge, auch von Google Home und allerdings haben auch andere Hersteller teilweise ähnliche Ansätze, dass man erst in Amerika kurz testet. Das hat zum Beispiel auch Instagram gemacht, als sie angefangen haben, ihr Stories-Feature
mit einem Sync zu Facebook zu versehen. Auch das wurde erst in den Staaten getestet oder wird immer noch getestet. Selbst da haben es nicht alle Personen. Was aber Facebook trotzdem mit den Story-Features macht, auch da haben wir wieder zwei Themen. Heute ist wirklich die Folge der zwei Themen. Denn die ermöglichen jetzt, Gruppen und Events auch gemeinsam in eine Story zu posten. Und zwar können mehrere Leute somit unterschiedliche Sichten eines Events oder einer Thematik in eine einzelne Story für eine Gruppe und ein Event packen. Das finde ich ganz spannend. Snapchat kann das zum Beispiel eben nicht so einfach kopieren, weil sie halt keine Gruppen und Events haben. Snapchat hat zwar einen eigenen Gruppenchat, der aber schon eher geschlossen ist und eher so einem klassischen Textgruppenchat entspricht. Und Facebook geht hier einen anderen Weg. Aber damit ist natürlich auch ein Beleg, dass die Facebook-Stories also immer wichtiger werden, auch für Facebook. Das Format generell ist auch sehr spannend und darüber habe ich auch am Wochenende in Basel geredet, wo ich den Martin getroffen habe. Aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Ich habe ja gesagt, zwei Themen auch hier, Facebook-Stories, und eigentlich hätte ich das vorziehen müssen, als ich gerade über den Instagram-Sync gesprochen habe, weil nicht den Sync, sondern das Teilen zu Facebook-Stories, denn jetzt gibt es auch einen Sync zwischen den Facebook-Stories und den Messenger-Stories. Bei Messenger heißen die Messenger Day, bei WhatsApp heißt es zum Beispiel WhatsApp Status, aber im Endeffekt ist es ja alles ein Stories-Format, wo man ein kurzes Video oder ein Bild hochlädt und so mehr oder weniger seinen Tagesablauf erzählt, wenn man den möchte. Und der Messenger Day Brand, der wird jetzt von Facebook gekillt. Das Ding heißt jetzt auch im Messenger Stories. Und viel interessanter, die Stories von Messenger und von Facebook selber werden gesynkt. Und zwar relativ automatisch. Also man pusht nicht zu Facebook oder zu Messenger, sondern alles beides wird in eine Story automatisch gepackt. Und wenn man auf einem Device sich die Story auch angeguckt hat, dann ist das in einem anderen Device auch als geguckt markiert. Also sie verschmelzen so gesehen nach außen. Von der Produktion her verschmelzen sie allerdings nicht. Denn die beiden Kameras in Facebook und im Facebook Messenger, die für die Stories-Funktion benutzt werden, werden weiter eigenständige Features haben. Sprich die verrückten Lenses, also Linsen hier, Masken, Filter, die auch Snapchat hat, die werden wohl weiter verstärkt auf dem Messenger verwendet, wohingegen Facebook selber einen ganz anderen Ansatz hat und dann einfach mehr möchte, dass man da drauf rumschreibt. Ja, auf jeden Fall sinnige Idee. Generell ja, tue ich mich immer schwer mit gleichem Content auf unterschiedlichen Plattformen, aber gerade bei den Stories macht es auch sehr viel Sinn, denn ja, eine Story passiert eben nur einmal und so erreicht man einfach mehrere Personen. Und das war's auch an News für heute. Und ich hatte ja noch was in eigener Sache. Und zwar, ich habe ja den Martin getroffen am Wochenende in Basel, habe ich jetzt gerade auch nochmal erwähnt. Wir haben uns zusammengesetzt und haben auch ein paar Pläne für den Geek Talk geschmiedet. Und da dachten wohl einige, der Jan ist draußen und haben den Jan angeschrieben, was denn da los ist. Und natürlich ist der Jan nicht draußen. Und das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Aber der Martin und ich reden halt auch mal gemeinsam an Projekten, genauso wie der Jan und der Martin an Projekten für den Geek Talk reden. Denn auch gerade der Jan natürlich mit Spielefolgen, da passiert in unseren unterschiedlichen Podcasts ja ganz viel. Und von daher macht euch keine Sorgen. Wir tauschen uns alle aus. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, wo man einfach mal zu zweit redet. Und zu dritt werdet ihr uns im großen Geek Talk weiterhören, macht euch keine Sorge. Und mich alleine im Geek Talk Daily morgen wieder. Und daher sage ich, bis denne, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.